Hallo liebe Freunde des Rechts, ist es Kunst, wenn man die AfD in die Pfanne haut, insbesondere wenn man dafür sorgt, dass tonnenweise Wahlflyer der AfD im Altpapier landen, weil nämlich das Zentrum für politische Schönheit den Flyer-Service Hahn gegründet hat im Internet, den es aber in Wirklichkeit nicht gab, und der zu unschlagbar günstigen Preisen die Verteilung von Wahlwerbeflyern angeboten und vereinbart hatte, die dann aber gerade nicht verteilt wurden. Die AfD fand das nicht so lustig, hat Strafanzeige erstattet und die Berliner Justiz hat jetzt also zugeschlagen und hat eine Razzia durchgeführt bei Geschäftsräumen des Zentrums für politische Schönheit mit dem Vorwurf, dass hier eine Straftat begangen worden sein soll. Wir hatten über die Aktion schon damals berichtet und damals auch schon juristisch analysiert, dass es sich dabei nicht um Betrug handelte, obwohl wir hier eine Täuschung haben, aber nicht jede Täuschung ist automatisch ein Betrug, denn der Betrugsstraftatbestand 263 StGB erfordert darüber hinaus auch eine Bereicherungsabsicht, Vermögensverfügung und so weiter, und genau an dieser Bereicherungsabsicht fehlte es, denn der Flyer Service Hahn hat kein Geld dafür genommen, Flyer zwar schon, aber das war keine Bereicherung für das Zentrum für politische Schönheit. Sie haben kein Geld durch das Altpapier verdient. Es gab viele Diskussionen darüber, ob das jetzt eine gelungene, eine kreative, eine künstlerisch wertvolle Aktion war, ob es die Demokratie jetzt gefördert oder geschadet hat. Da halte ich mich aus der Frage raus. Wir sehen jetzt bei dem Durchsuchungsbeschluss, dass die Staatsanwaltschaft Berlin sich auf 269 StGB stützt. Und zwar ist das der Straftatbestand Fälschung beweiserheblicher Daten. Den kennt man nicht so besonders gut. Man kennt etwas besser den 267, das ist die Urkundenfälschung. Und 269 ist das digitale Pendant dazu, weil es eben bei digitalen Daten das Problem gibt, dass man keine verkörperte Urkunde hat. Und dann sagt man eben, wer zur Täuschung im Rechtsverkehr beweiserhebliche Daten so speichert oder verändert, dass bei ihrer Wahrnehmung eine unechte oder verfälschte Urkunde vorliegen würde und so weiter. Also das ist quasi die Analogie dazu. Man könnte sagen, das PDF einer Urkunde ist dann halt der 269, weil es für den Urkundsbegriff an der Verkörperung fehlt. Und jetzt wird es durchaus spannend. Ist es eine Fälschung beweiserheblicher Daten, wenn man eine Website ins Netz stellt mit einem Impressum mit Fantasieangaben, wenn man mit falschen Namen oder gar mit Pseudonym unterwegs ist? Das ist tatsächlich neu. Das hatten wir noch nicht sehr häufig. Was wir allerdings hatten, sind E-Mails. Also eine Phishing-E-Mail, wo jemand vorgibt, er sei die Sparkasse oder die Deutsche Bank und schreibe angeblich die Kunden an und wolle sie davon überzeugen, auf eine bestimmte Seite zu gehen und dort TANs oder PINs einzugeben. Das ist der klassische Fall von 269. Aber die Website könnte problematisch sein. Allerdings stützt sich die Staatsanwaltschaft auch auf die Korrespondenz, die E-Mails. Die kenne ich jetzt nicht im Einzelnen, aber es gibt da also eine Liste in den Durchsuchungsbeschluss mit verschiedenen E-Mails, die im Namen des Flyer Service Hahn und den dortigen Angestellten, die mit falschen Namen, also die Namen gibt es, die Personen gibt es nicht unter diesem Namen, agiert haben sollen. Ist das jetzt strafbar oder nicht? Kommt es darauf an, dass man eine komplette Firma erfunden hat und nicht einfach den Namen einer bestehenden Nummer missbraucht hat? Wenn die gleichen Maßstäbe wie bei der Urkundenfälschung gelten sollten, dann hätten wir hier durchaus die Möglichkeit einer Strafbarkeit. Aber, und jetzt kommt die spannende Frage, ist das denn so in Ordnung? Welche Rolle spielt es denn, dass die ganze Aktion ja Aktionskunst war oder sein sollte? Kann sich das Zentrum für politische Schönheit auf Grundgesetze, auf Artikel 5 berufen, die Kunstfreiheit? Ihr kennt vielleicht noch das Video über Danger Dan, was wir dazu gemacht haben. Dazu nochmal zur Erinnerung, wir haben verschiedene Arten von Grundrechten. Es gibt diejenigen, die Schranken haben, die schon ausdrücklich drin vorgesehen sind, wie zum Beispiel die Meinungsfreiheit. Die ist eben beschränkt durch allgemeine Gesetze. Aber die Kunstfreiheit, genauso wie die Religionsfreiheit, die sind nicht beschränkt. Die sind sozusagen ein schrankenloses Grundrecht, aber sie finden ihre Grundrechte, ihre Grenzen bei anderen Grundrechten. Wenn also zwei Rechtsgüter kollidieren und das eine ist schrankenlos, dann braucht es ein entsprechend starkes Grundrecht auf der anderen Seite. Nehmen wir mal an, wir haben Religionsfreiheit auf der einen Seite und Menschenwürde auf der anderen Seite. Dann setzt sich die Menschenwürde durch, denn die Menschenwürde ist der Superjoker, sie ist unantastbar. Es gibt nichts, was die Verletzung der Menschenwürde rechtfertigen würde. Aber bei einem unbeschränkten Grundrecht ist es durchaus möglich, dass sich das unbeschränkte Grundrecht nicht durchsetzt, wenn zum Beispiel ein anderes unbeschränktes Grundrecht dort im Raum steht, zum Beispiel die Religionsfreiheit gegen die Kunstfreiheit. Da kann es schon enger werden. Aber auch wenn ein
unbeschränktes Grundrecht, Kunstfreiheit auf der einen Seite, mit einem einfachen Grundrecht, wie zum Beispiel der Meinungsfreiheit oder der Allgemeinfreiheit aus Artikel 2 oder Berufsfreiheit, Eigentum und so weiter kollidiert. Da findet dann etwas statt, was wir Juristen praktische Konkordanz nennen. Also eine Abwägung. Man könnte auch sagen, naja, da wird halt einfach entschieden, was wiegt hier gerade mehr oder weniger und dass es jetzt hier von vornherein einen gesetzten Champion gibt. Kann sich eine Partei auf besondere Privilegien berufen? Artikel 21 schützt ja schließlich die Parteien, und zwar im Bestand. Das führt allerdings nicht dazu, dass alles, was Parteien tun, deswegen auf Grundgesetzniveau geschützt ist. Also da kommt man nicht unbedingt weiter. Aber eine Partei kann selbst Grundrechtsträger sein. Das ist durchaus denkbar also, dass die AfD als Partei sagt, wir sind in unserem Eigentumsrecht beeinträchtigt oder auch in unserer Meinungsfreiheit, denn die Möglichkeit, die Meinung zu äußern über Flugblätter wäre vielleicht auch ein Eingriff in dieses Grundrecht. Am Ende läuft es dann darauf hinaus, dass man sich überlegen muss, welches der Grundrechte wiegt hier stärker. Ist diese künstlerische Aktion so sehr schützenswert, dass es das Eigentum der AfD Orts- und Kreisverbände überwiegt? Das ist eine Frage, über die man wunderbar streiten kann. Und ich würde mich hier nicht entscheiden, sondern sage nur, das ist die Frage, auf die es ankommen könnte. Gut möglich, dass die Strafjustiz sich zunächst einmal darüber keine großen Gedanken gemacht hat. Also man findet keine Diskussion in dem entsprechenden Durchsuchungsbeschluss, der mir vorliegt. Aber durchaus möglich, dass in höheren Instanzen diese Frage durchaus noch zur Diskussion gestellt werden so könnte. Interessant übrigens, wenn wir tatsächlich, so wie es dieser Beschluss des Amtsgerichts Berlin ja andeutet, eine gefälschte Website als 269 Strafbarkeit ansieht, dann könnte es dazu führen, dass wir auf einmal neue Strafbarkeiten haben, an die wir bisher noch gar nicht so viel gedacht hatten. Nämlich, dass auf einmal eine Webseite, die ein falsches Impressum hat oder die irreführende Angaben enthält, nicht einfach nur einen Anfechtungsgrund begründen, sondern sogar eine Strafbarkeit im Sinne des 269 begründen. Und da bin ich mal gespannt auf die Entscheidungen. Ja, als Jurist findet man solche Fragen spannend. Die andere Abwägung, nämlich ob das jetzt hier Kunst und wertvoll war oder nicht, die führen wir nicht an dieser Stelle. In diesem Sinne, bleibt gesund.